Der neue Honda Jazz erreicht durch Hybridisierung eine beachtenswerte Sparsamkeit. Ausgestattet ist er mit einem starken Elektromotor. In Sachen Design bleibt der neue Honda Jazz bei seinen rundlichen Formen und fast unveränderten Abmessungen. Hinten wurde die Dachlinie um 1 Zentimeter verkürzt. Der Minivan bietet mit der getesteten Executive-Version ein gut ausgestattetes Fahrzeug von rund 1710 Kilogramm Gesamtgewicht bei einem Preis von knapp 30.000 Schweizer Franken. Der Fünftürer wiegt ungefähr 200 Kilogramm mehr als der Vorgänger. Trotzdem bringt er ein erstaunlich geräumiges Interieur in seinen 4 Metern Länge unter. Das nüchterne Armaturenbrett, bestehend aus mehrheitlich geschäumten Materialien, wirkt düster und wird von einem 9-Zoll-Touchscreen geziert. Die großen Icons und die minimalistisch erscheinenden Instrumente liefern viele Informationen. Mit den doppelten Fensterpfosten wird ein großes Sichtfeld frei, das vom integrierten Totwinkelwarner unterstützt wird. Vorhanden sind 2 Handschuhfächer und zahlreiche Ablagemöglichkeiten. Die Sitze sind gut dimensioniert und anständig gepolstert. Die Rückbank bietet den Passagieren eine vorbildliche Beinfreiheit wie auch ein cleveres Hochklappsystem. Der Mittelplatz wird zugunsten der Hybridisierung geopfert. Der Kofferraum verliert im Verhältnis zu seinem Vorgänger 56 Liter an Volumen. Trotzdem bringt er es auf ein Volumen von 304 Litern und bringt es bei runtergeklappten Sitzen auf 1205 Liter. Somit bleibt die Auswirkung der Hybridisierung beschränkt. Das Drehmoment des 109 PS starken Elektromotors sorgt für ein gutes Ansprechverhalten. Solange man ruhig fährt, ist der Geräuschpegel gut. Drückt man das Gas jedoch stärker durch, fängt der Verbrennungsmotor an zu brüllen und das CVT-Getriebe erreicht einen Gummibandeffekt. Auf der Autobahn ist der Geräuschpegel vor allem wegen des Brummens des 1,5-Liter-Motors recht hoch. Die weiche Federung sorgt in engen Kurven für etwas Wanken, aber das Fahrverhalten erweist sich im Ganzen als ausgewogen. Bei diesem Hybrid sorgt die starke Priorisierung des elektrischen Antriebs für geringe Treibstoffverbrauchswerte. Im Stadtverkehr verbleibt der Honda Jazz relativ lange in seinen elektrischen Phasen und erreicht dadurch Durchschnittswerte von weniger als 5 Litern auf 100 Kilometer. Dieser Treibstoffverbrauch wird auf der Autobahn überschritten, bleibt aber dennoch bescheiden. Die Version Executive des Honda Jazz unterscheidet sich von den anderen Ausstattungsstufen durch eine schon ab der Einstiegsversion vollständige Ausstattung mit adaptivem Geschwindigkeitsregler und automatischer Klimaanlage. Die meisten Assistenten, darunter der adaptive Tempomat, finden sich in allen Modellen. Fazit: Der Honda Jazz verfügt über ein ungewohntes Verhältnis von Abmessungen und Platzangebot sowie gute Variabilität und viele Staufächer. Der moderate Verbrauch von 5,1 Litern auf 100 Kilometer ist gut. Des Weiteren bietet der Jazz auf der Autobahn eine eher schlechte Geräuschdämmung sowie zu laute Beschleunigungsgeräusche, was den Fahrspaß etwas vermindert.